Frei wozu und frei wovon? Was heißt das denn? Nun sag doch schon, freiwillig. Der BFAS ist der Bundesverband der Freien Alternativschulen. Und dahinter verbergen sich 86 Schulen und zurzeit 10 Initiativen, die alle gemeinsam haben, dass sie eine Schule gründen wollen oder schon gegründet haben, die auf selbstbestimmten Lernen, gegenseitigen Respekt und demokratischer Mitbestimmung beruht. Ich denke, wir haben damals alles Mögliche Bestehende in Frage gestellt. Die Frage ist, was an die Stelle kam. Diese freie Alternativschulen sind das Fettauge auf der Wassersuppe der Gesellschaft. Genau, 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 genau. Dass man, wann man will, lernen kann. Du kannst, wenn du keine Lust hast, rausgehen. Und wenn du Lust hast, kannst du einfach einen Erwachsenen fragen, hey, willst du mit mir Mathe machen oder so? Also, das ist die beste Schule der Welt. Also, da muss man nicht lernen. Und ich glaube, das wisst ihr doch alles schon, oder? Wir haben halt von der ersten Klasse angelernt, unsere Probleme halt selber zu klären. Freiheit kann man lernen und lernend kann man frei sein. Das ist immer eine gemeinsame Entscheidung. Zum Beispiel, wenn Regeln geändert werden in der Schulversammlung, da ging es um so eine Abstimmung und die lief sehr kontrovers, die Diskussion. Also wenn ihr keine Vollmacht habt, dann ist das wie eine Vollmacht, dass ihr 38 da seid. Also wenn man selbst motiviert ist und sich ein Ziel gesetzt hat, dann setzt man das auch durch und möchte da auch alles dranlegen, dass man das erreicht, das Ziel. In der ersten Prüfung, das war Chemie, da war ich total aufgeregt und auch noch in der Prüfung und habe nur gestammelt und gestottert. Aber in der Physikprüfung lief dann alles ganz locker und alles war super. Also erstmal war ich total aufgeregt, als ob ich selber in die Prüfung müsste. Das war ein ganz schreckliches Gefühl. Freiwillig meine Wege gehen, geradeaus und querfeldein. Und es gelingt ihnen am Ende allen, das zu lernen, auch ohne, dass sie das didaktisch aufbereitet kriegen von Erwachsenen. Es geht wirklich darum, dass die Kinder ihren Kern finden, dass sie ihre Persönlichkeit entwickeln können. Oh, seid jetzt endlich fertig. Auch aus euch wird was werden. Für uns ist ein wichtiger Aspekt, dass wir eigentlich nicht aufgebrochen sind, die Schule zu verbessern. Für uns ist wichtig, wir gehen unseren Weg. Also es geht nicht nur um eine kleine Freiheit, es ist die Krisenfreiheit des Entwickelns, des Entfaltens, des Lachens. Wie nennt man das noch gleich? Was? Angebote. Genau. Angebote. Versucht das Wetter vorherzusagen. Das funktioniert manchmal, manchmal funktioniert es nicht. Das Bundestreffen ist sowas wie das Familientreffen der freien Alternativschulen. Es ist immer wieder ein Ort, auch mit anderen in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Ich habe ganz viel Sonne und ganz viel Garten genossen. Ich finde das ganz schön hier. Die freien Schulen, demokratischen Schulen sind einfach Labore, Experimentierorte für anderes, neues Lernen. Und ganz oft sehr interessante Beispiele geben. In der Sache finde ich das sehr wichtig, sich über solche Probleme zu streiten. Und es wird natürlich auch gefeiert. Das ist auch ganz wichtig. Sind wir eigentlich ein Reformmotor für staatliche Schulen oder organisieren wir als alternative Linke hier unsere schöne Wohlfühlinsel? Ja? Freie Schulen sind Orte der Gemeinschaft, die von allen Beteiligten kooperativ gestaltet und kritisch hinterfragt werden. Die dabei gesammelten Erkenntnisse und Erfahrungen ermutigen und befähigen sie, sich gesellschaftlichen Problemen zu stellen, konstruktive Lösungen zu erarbeiten und neue Formen von Gesellschaft zu erproben. Wie sieht die Wirklichkeit in unseren Schulen aus? Und was können andere, die sich für uns interessieren, erwarten, wenn sie sich an uns wenden, wenn sie ihre Kinder bei uns anmelden, wenn sie sich mit uns auf den Weg machen wollen? Freedom works. Freiheit ist so schwer zu erreichen.